Hey Jumba, willkommen in Night City und zu diesem Video. Ich möchte dir zeigen, wo du die ikonische Waffe findest, die du während der Mission Play It Safe bekommen kannst. Und zwar am Ende der Mission, wenn man hier unterwegs ist in diesem Bereich. Ich will nicht spoilern, ich sag euch nur, wenn ihr hier an diese Brücke kommt und auf Takemura trefft und dann die Vorbereitung erledigt und zum Schluss dann eben hier eine Aktion startet, dann werdet ihr auf diese Sache achten müssen, wenn ihr die ikonische Waffe haben wollt. Falls ihr sie nicht gefunden habt während der Mission, das ist nicht weiter schlimm. Ihr könnt euch die Waffe auch jederzeit später noch holen. Ich habe sie auch einmal komplett irgendwie vergurkt, obwohl ich weiß, dass sie hier war, aber im Eifer des Gefechts habe ich einfach nicht mehr den Plan gehabt, wo sie nochmal war und jetzt hole ich sie mir ebenso und ihr könnt mich begleiten und euch die auch holen. Wir befinden uns in Japantown Redwood Market. Ich mache mal eben die Karte an, damit ihr seht, wo wir sind. Japantown hier in Westbrook, einmal wieder näher. Ja, und Redwood Market, Schnellreisepunkt. So, falls ihr den Schnellreisepunkt noch nicht habt, dann könnt ihr hier hoch über den Aufzug. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr den Aufzug findet hier nach oben. So, wenn ihr dann hier seid, dann die Treppe hoch. Im Grunde so wie bei der Mission auch. Dann geradeaus durch die Tür. Also wir folgen dem Weg der Mission. Hier hoch. Hier auf der linken Seite werdet ihr was zu tun haben in der Mission. Wir müssen aber rechts, das müsst ihr dann auch. So. Und dann hier lang. Zum Aufzug. Aufzug rufen. Der dürfte natürlich unten sein. Noch, also wenn ihr nach der Mission hier hinkommt, dann ist er unten. Ich meine, ihr könnt euch die Waffe auch vor der Mission abholen. Dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen. Vielleicht funktioniert dann der Aufzug noch nicht, weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Aber ihr könnt es ja mal probieren. So, dann müssen wir auf 21. Können ein bisschen Nachrichten hören. Ja, Night City. Perales gewinnt Wahl mit 70,7% der Stimmen. In einer anschließenden Rede gratulierte Bürgermeister Holt soeben dem Sieger. Ja. Nun wird sich zeigen, ob Perales seine ambitionierten Wahlversprechen auch umsetzen kann. Nach der Pause, wann wird die... Gut, okay, jetzt gehen wir hier lang. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr diese Tür beachtet hier. Die kann man nämlich schnell übersehen, denn man muss selbst hier hoch für die Mission. Man wird ja von per Missionstracker auch dazu quasi verleitet, direkt hier hinzulaufen und hochzugehen. Aber tatsächlich muss man diese Tür hier benutzen. So. Und hier ist ein verschlossener Raum. Da befindet sich die ikonische Waffe geradeaus durch. Und die technische Fähigkeit 11 könnt ihr natürlich benutzen. Falls ihr die nicht habt, ist hier ein Codepad. Und mit F gedrückt halten, holt ihr das euch näher. Und der Code ist 2906. Okay? 2906. So. Und Tür geschlossen, Tür öffnen. So. Und ihr seht, die Tür ist offen. Und belohnt werden wir hier mit der Genjiro. Ich weiß nicht, ob man es richtig so ausspricht. Ja, Genjiro oder so. Und die ist sehr geil. Das ist ziemlich... baugleich zu der Skippy-Knarre, nur dass die halt nicht labert, aber vom Power her nochmal besser ist. Jetzt schauen wir mal hier, wo haben wir sie? Hier haben wir auch Skippy. Ne, das ist die Genjiro und das ist die Skippy hier. Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr geile Knarre, die man auch von den Slots nochmal hochbekommt, indem man die halt legendär macht und so weiter. So. Hat Schockschaden, kritische Trefferchance, kritischer Schaden, ja. Und das ist halt schon ziemlich cool, ne? Weil ihr seht ja hier, hat Schockschaden, kritischer Trefferchance, kritischer Schaden, Chance auf Stromschläge und Kopfschuss, ja. Also hat deutlich mehr zu bieten als Skippy, sage ich jetzt mal. Ja,
Und die Anzahl der Kugeln pro Schuss ist auf 4 erhöht. Erhöhte Magazingröße und Projektilgeschwindigkeit kann bis zu 6 Ziele gleichzeitig erfassen. Kugeln verursachen zusätzlichen Schockschaden mit einer erhöhten Chance, Stromschläge auszulösen. Also das ist eine sehr, sehr nice Waffe, kann ich nur sagen. Ja, okay, Leute, das soll es gewesen sein. Ihr habt jetzt definitiv die neue ikonische Handfeuerwaffe und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst einen Daumen nach oben da, gern auch ein Kommentar und natürlich wie immer für den Kanal ein Abo. Darüber freue ich mich immer sehr. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.